2006 zu uns in die medizinische Gesellschaft, in den Hörsaal für Chirurgie gekommen. Das Thema lautete damals der Tod, Beginn oder Ende der Philosophie. Das können Sie nachlesen. Im Internet finden Sie den Vortrag immer noch. Er ist immer noch sehr interessant. Seit dieser Zeit hat aber Frau Dreyer enorm viel für die medizinische Gesellschaft gemacht. Unendlich, würde ich fast sagen, man kann sie schon zählen, aber es sind viele Vorträge, viele Moderationen, viele Ideen für Themen. Und das hat die medizinische Gesellschaft geprägt, ihren Horizont erweitert, meinen übrigen auch. Ich habe gelernt, dass der Handarbeit des Chirurgen die Gedankenarbeit der Philosophen gegenübersteht oder entspricht. Ihr Denken, Sie können denken, das Denken können, das Analysieren, aber auch das Vertreten einer Erkenntnis ohne Wenn und Aber, das zeichnet Sie aus. Ingeborg Bachmann hat den Spruch getan oder eine Rede überschrieben, die Wahrheit ist dem Menschen zumutbar. Sie machten mich darauf aufmerksam und ich sagte, das ist Ihre Maxime. Und das ist tatsächlich unbeugsam, da gibt es kein Wenn und Aber. Wenn mal was erkannt ist, dann ist es erkannt und dann wird es auch vertreten mit aller Rhetorik, Eloquenz und auch mit aller Freundlichkeit. Denn das ist auch ein Zeichen von Frau Dreyer, eine Eigenschaft, dass sie offen ist allen Menschen gegenüber und allen zuhört. Und dann kommt so eine Pause, in der sie denkt, und dann, jetzt, Moment mal, jetzt war es doch so. Und nach kurzer Zeit haben wir dann eine Lösung. Ich habe x Mal das erlebt und bin Ihnen sehr dankbar. Auch dankbar, dass Sie heute bei uns sind. Durch den Abend wird uns Professor Zepp führen. Er war Direktor der Kinderklinik, wie man zunächst sagt. Dann wurde es Zentrum für Kinder- und Jugendmedizin. Professor Zepp ist ein Beispiel, wie man mit entsprechender Power von Mainz aus schnell und große Karriere machen kann. Es ging los mit dem Studium der Medizin, etwas in Amerika, Wisconsin, aber ich glaube hauptsächlich in Mainz. Dann wandte er sich der Kinderheilkunde zu, 1981. Ich denke, es war unter Professor Spanger, Munter Spanger, genau. Und wurde sehr schnell Leiter eines wissenschaftlichen Labors für Immunologie und Infektiologie. Und Sie merken schon, dass Sie kennen ja auch Professor Zepp, das war schon der Grundstein für seine spätere, weitere, umfangreiche Tätigkeit. Nach dem Studium kam die Promotion, auch 89, dann der Facharzt für Kinderheilkunde. 1990 wurde er Facharzt. Und dann ging es Schlag auf Schlag, atemberaubend, möchte man sagen. 1990, also Facharzt, 1992 Oberarzt in der Kinderklinik, 1994 Professor für Kinderheilkunde und 1998 war er Direktor seiner Kinderklinik, würde ich sagen, die er schon 20 Jahre kannte und die er dann nochmal mehr als 20 Jahre weiterführte. Professor Zepp hat in vielen Gremien mitgewirkt, das können Sie vorstellen, Arbeitsgemeinschaften, das will ich jetzt nicht erwähnen, aber zwei Dinge will ich doch erwähnen. Er war von 2001 bis 2011 Prodekan, wurde immer wieder gewählt von den Mitgliedern des Fachbereichs und hat für seine Verdienste den Ehrenring der Universitätsmedizin bekommen. Ich glaube, das wird nicht häufig verliehen. Ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt, aber im Zusammenhang mit Ihnen habe ich das erfahren und gratuliere Ihnen auch noch nachträglich zu dieser Ehrung. Und die zweite Eigenschaft war, fast länger als er Klinikdirektor war, war er Mitglied in der Ständigen Impfkommission. Und von daher kennen Sie ihn alle. Er war an vorderer Front in der Corona-Epidemie, in Interviews, in Organisationen und so weiter und im Fernsehen vor allem und hat da für die Sache und für unser Wohl gekämpft. Trotz allem habe ich immer ein
großes Wohlwollen bei Ihnen verspürt, nicht nur mir persönlich gegenüber, sondern auch der medizinischen Gesellschaft. Sie wurden immer wieder in den Beirat gewählt und wenn Sie auf der Liste standen, konnte man fast sagen, der wird wieder gewählt und es war dann mit hoher Stimmenanteil. Und wenn Fragen waren, waren Sie ansprechbar, Sie haben Moderationen übernommen, Sie haben Vorträge gehalten. Ich danke Ihnen, dass Sie heute trotz einer eben überstandenen Erkältung trotzdem zu uns gekommen sind und darf Sie bitten, uns für den Abend zu führen. Genau. Guten Abend, verehrte Damen und Herren. Ich gebe es dann gleich weiter. Sehr geehrte Frau Dreyer, lieber Jüninger, vielen Dank für diese überschwängliche Vorstellung. Ich bin beschämt. Freue mich natürlich, hier zu sein und zu moderieren. Sie hören an meiner Stimme, dass ich einen Infekt übertragen habe. Auch banale Infekte können natürlich durchlebt habe, übertragen werden, weswegen ich nachher wieder die Maske trage, auch faktisch, um es nicht hier im Hörsaal weiterzugeben. Für mich ist ein Déjà-vu. 35 Jahre habe ich in diesem Hörsaal Kinderheilkunde-Vorlesung gehalten. Und ich sehe unseren Unterstützer da oben der Technik. Wir haben auch eine lange Zeit zusammen. Insofern bin ich auch gerne wieder hier gewesen. Ein paar Gedanken zum Einstieg. Kein Co-Referat, aber ein paar Gedanken, weil es natürlich mit der Kinderheilkunde auch zu tun hat, weil es eine Wissenschaft ist. Aber wir jetzt über Wissenschaftstheorie auch sprechen würden. Wissenschaft zielt darauf ab, durch systematisches Beobachten und Forschen, Theoretisieren und Überprüfen, Wissen zu schaffen, im wahrsten Sinne des Wortes, und damit unser Verständnis über die Welt zu erweitern. Wissenschaft umfasst verschiedene Disziplinen, wie zum Beispiel die Lebenswissenschaften, zu denen wir auch die medizinische Forschung zählen würden, Naturwissenschaften, Geisteswissenschaften oder auch Sozialwissenschaften. Der Begriff Wissenschaft schließt alle Tätigkeiten ein, die auf die Gewinnung, die Einordnung oder Überprüfung von Erkenntnissen gerichtet sind. Damit zentrale Merkmale von Wissenschaft sind eben die systematische Methodik, die sie einsetzt, Theorienbildung, empirische Überprüfbarkeit und Reproduzierbarkeit oder auch Falsifizierbarkeit, wenn wir mit Karl Popper argumentieren würden, und idealerweise Objektivität und Kritikfähigkeit. Letzteres ist aus meiner Sicht von besonderer Bedeutung, da Wissenschaft niemals absolute Wahrheiten beschreibt, sondern das Verständnis der Welt durch verlässliche und überprüfbare oder objektive Erkenntnis kontinuierlich erweitern will. Wissenschaft kann mithin keine unumstößlichen Wahrheiten aufstellen, sondern immer nur vorläufige und idealerweise überprüfbare Erklärungen liefern. Damit ist es ein dynamischer Prozess, der für Kritik, Korrektur und Verbesserung offen bleiben muss. Wissenschaftliche Theorien sind also nicht endgültig, sondern spiegeln immer nur den jeweils zu diesem Zeitpunkt besten Stand des Wissens wider. Sie haben es angesprochen und wir erinnern uns alle noch gut daran, welche enorme Bedeutung unsere Wahrnehmung von Wissenschaft während der Pandemie vor wenigen Jahren hatte. Wissenschaft wurde als Grundlage für politische Entscheidungen herangezogen, ja, weil sie eine rationale, evidenzbasierte Basis für schwerwiegende, unser aller Leben einschränkende Maßnahmen lieferte. Sie war zu der Zeit das beste verfügbare Mittel zur Bewältigung einer ungewissen und dynamischen Krisensituation. Gleichzeitig gab es Herausforderungen wie die selektive Nutzung von Wissenschaft, die inhaltliche Verzerrung wissenschaftlicher Erkenntnisse oder auch den Vorwurf der Instrumentalisierung wissenschaftlicher Institutionen für politische oder wirtschaftliche Ziele. Ich denke, in einer globalen Krise waren wissenschaftliche Erkenntnisse unverzichtbar, um fundierte und verantwortungsvolle Entscheidungen im Sinne des Gemeinwohls zu treffen. Gleichwohl erkennen wir im Nachgang der Pandemie, dass wissenschaftliche Erkenntnisse immer unabhängig von politischen Agenten kommuniziert und angewendet werden sollten, um glaubwürdig zu bleiben und eine effektive und evidenzbasierte Krisenreaktion zu gewährleisten. Heute Abend befassen wir uns mit den Ursprüngen von Wissenschaft.
die weit bis in die Antike zurückreichen. Und ich freue mich außerordentlich, eine der herausragenden Experten in diesem Forschungsgebiet bei uns in der Medizinischen Gesellschaft in Mainz begrüßen zu dürfen, Frau Professor Dr. Mechthild Dreyer. Das Thema, sieht man hier noch hinter mir, lautet Wissenschaft, ihre Ursprünge in der Antike und Mittelalter. Und nun weiß ich nicht, weil ich, als ich eingeladen wurde, gesagt bekommen habe, ich soll die Vortragenden doch noch mal kurz vorstellen, was Sie eigentlich schon in brillanter Weise getan haben. Vielleicht nur noch ein paar kurze Stationen Ihres Lebens. Studium der katholischen Theologie, Philosophie und Pädagogik an der Universität Bonn. Bonn ist ein Standort gewesen, an den Sie häufig auch wieder zurückgekehrt sind. Diplom für katholische Theologie am Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität Bonn im Jahre 1980, dann wissenschaftliche Mitarbeiter am Seminar für christliche Religionsphilosophie in Freiburg und 1984 Promotion im Fach Philosophie an der Universität Bonn. Von dort wechselten sie nach Berlin am Seminar für katholische Theologie bis 1988 und waren dann von 1988 erneut in Bonn als C1-Assistentin im philosophischen Seminar, was darin mündete, dass sie sich 1995 im Fach Philosophie dort daselbst habilitierten. Von 95 bis 99 stellvertretende Direktorin des Albertus Magnus Instituts, auch in Bonn. Dort erhielt sie auch den Preis der Nordrhein-Westfälischen Akademie der Wissenschaften. Ab 1999 Professorin für das Fach Philosophie und dann im gleichen Jahr folgte sie dem Ruf auf die C2-Professur für Philosophie an Fachbereich 05 unserer Universität hier in Mainz. Dort hat sie diese Aufgabe bis 2021 erfüllt und ist seitdem, nachdem sie gleichen Jahr wie ich in den Ruhestand getreten sind, wissenschaftliche Leiterin des Kompetenzzentrums für Studium und Beruf der Rheinland-Pfälzischen Technischen Universität in Kaiserslautern und Landau. Über das hinaus eine Vielzahl von auch in der Akademie wichtigen Aufgaben übernommen, wie stellvertretende Vorsitzende des Hochschulrats einmal bis 2008 und jetzt erneut seit 2019 erneut an der Hochschule in Mainz. Dekanin von 2008 bis 2010 und 2010 bis 2018 die wichtige Funktion der Vizepräsidentin für Studium und Lehre der Universität. Lehre und Wissen vermitteln und Wissen schaffen, Wissenschaft liegt Ihnen im Blut. Und ich freue mich, wir haben uns im Eingang unterhalten, Sie sind ungebrochen wissenschaftlich tätig und finde ganz spannend, jetzt ein riesiges Projekt, dass das Buch der Briefe der Hildegard von Bingen faktisch neu bearbeitet, übersetzt und auf digitale Weise, so ist es halt heute mal, auch verfügbar macht. Ganz, ganz spannend. Zentrum aber heute ist Wissenschaft und ich bin gespannt, wie Wissenschaft den Weg aus der Antike in die Neuzeit gefunden hat. Wir freuen uns und bedanken uns für Ihren Vortrag. Lieber Herr Junginger, lieber sehr verehrter Herr Zepp, ich danke Ihnen beiden, Ihnen, Herr Junginger, für die sehr schöne Einführung und ich hoffe, den Ansprüchen heute zu entsprechen. Ihnen, Herr Zepp, danke ich für diese Einführung zum Thema. Ich kann einfach nur sagen, was ich jetzt machen werde, ist die Vorgeschichte zu dem zu präsentieren, was Sie gerade vorgetragen haben. Denn, meine Damen und Herren, vieles von dem, was Herr Zepp gesagt hat für die Situation des 20. Jahrhunderts, ist etwas, was man in Anfängen bereits sehr früh findet. Vom Orientierungswissen bis hin zur Sicherheit und zur Gewissheit. Ich hoffe, dass ich von daher etwas von dem Ihnen wiedergeben kann, was Sie gerade doch uns gezeigt haben. Meine Damen und Herren, Wissenschaft ist, Herr Zepp hat es eben gesagt, ein Phänomen, das für uns alltäglich ist. Es ist für uns alltäglich auch in Mainz. Mainz ist Wissenschaftsstadt gewesen. Wir sind hier in einer wissenschaftlichen Institution eingeladen, ebenfalls von einer anderen wissenschaftlichen Institution. Einige von uns sind Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, verdienen also ihr Geld damit. Andere lesen von Wissenschaft in der Zeitung.
Und die Frage ist genau die, wo kommt denn eigentlich Wissenschaft her? Denn Herr Zepp hat es ja schon gesagt, Wissenschaft hat es nicht immer gegeben. Irgendwann hat das Ganze angefangen. Und die Frage danach, die sich heute stellt, ist, wo kommt das denn her? Das, was Herr Zepp heute beschrieben hat als Wirklichkeit von Wissenschaft. Ich möchte anfangen damit, dass ich zunächst Ihnen einen Vorbegriff von Wissenschaft gebe, eigentlich das mit aufnehme, was Herr Zepp schon in seinen Ausführungen gesagt hat, aber noch etwas komprimieren, damit Sie anschließend sehen können, wie diese Dimensionen von Wissenschaften sich im Laufe der Zeit entwickelt haben. Wissenschaft ist ein europäisches Phänomen und Wissenschaft ist grundgelegt in der Reflexion der Philosophie, wie sie in der griechischen Antike entstanden ist. Von daher beginnen wir sehr weit vorne eben in der griechischen Antike, bei den philosophischen Positionen von Platon und Aristoteles und kommen dann zu den spätantiken Grundlagen. Ich werde bei diesem Punkt auch einen kurzen Exkurs machen über den Stand von Medizin und was Medizin bedeutete in diesem Kontext. In einem zweiten Schritt versuche ich Ihnen den Übergang zu vermitteln von der Antike bis hinauf ins 6., 12. Jahrhundert, um dann ins 13. Jahrhundert zu kommen. Dieser Übergang ist relativ komplex. Ich werde den sehr vereinfachen. Denn es ist ganz einfach die Situation, dass mit dem Ende der antiken griechischen Philosophie, mit der Ausbreitung des Römischen Reiches, viele griechische Traditionen verloren gegangen sind, nicht zuletzt, weil keiner mehr Griechisch konnte. Dann nach dem Untergang des Römischen Reiches, der Völkerwanderung und so weiter, musste das ganze Thema sozusagen wieder neu entwickelt werden. Und ich versuche Ihnen zu zeigen, wie von der Antike der Weg zu einer Universitätswissenschaft im 13. Jahrhundert in etwa gelaufen ist. Und in dieser Situation des 13. Jahrhunderts, und deshalb steht da universitär, wird die Institution gegründet, in der wir uns befinden. Es ist die Gründung der Universität und die Gründung der universitären Wissenschaft. Und dann gibt es einen kurzen Ausblick in die Neuzeit. Mit diesem kurzen Ausblick will ich Ihnen zeigen, was sich dann in der Neuzeit ändert. Und zwar so ändert, dass es dem dann kommt, was Herr Zepp kurz skizziert hat. Ich fange an mit einer kurzen Charakterisierung dieser drei Wissenschaftsdimensionen. Wissenschaft ist ein Begriff, der eigentlich vieles abdeckt. Das erste ist, dass Wissenschaft ein insgesamt von Erkenntnissen ist und nicht nur von Erkenntnissen, sondern von methodisch gewonnenen oder regelgeleitet erworbenen Erkenntnissen. Das ist der erste und elementare Begriff von Wissenschaft. Und diese Vorstellung ist Frucht griechischer Philosophie bei Platon und Aristoteles. Das zweite ist, dass Wissenschaft aber auch ein Tätigsein bedeutet, nämlich man arbeitet wissenschaftlich. Und infolgedessen ist Wissenschaft auch immer eine Tätigkeit, und zwar eine Tätigkeit, die professionalisiert ist, insofern man die Regeln und Methoden der Wissenserzeugung beherrscht. Und schließlich drittens, und das ist etwas, was es schon sehr früh gibt, schon im Kontext der griechischen Philosophie, aber eben dann pointiert ab dem Mittelalter. Wissenschaft ist als Institution und Organisation präsent und entfaltet seine Wirkung als Institution und Organisation. Diese drei Aspekte würde ich Ihnen gerne vorstellen im Blick auf Ihre Ursprünge und Ihre jeweilige Entwicklung. Ich komme zu antike und spätantiken Grundlagen. Die beiden Personen, von denen wir
gleichsam die Grundlegung des Gedankens von Wissenschaft übernommen haben, sind der griechische Philosoph Platon und sein Schüler Aristoteles. Beide sind es, die eine Vielfalt von Wissensformen unterscheiden und innerhalb dieser Vielfalt ein Wissen, eine Form von Wissen, die sie als Episteme bezeichnen. Vielleicht zu der Frage, wie kommt man eigentlich auf die Idee? Die griechische Philosophie verdankt sich einem Bedürfnis nach Orientierung. Sie wissen, die griechische Philosophie ist entstanden im Kontext des griechischen Festlandes und der griechischen Kolonien in Kleinasien. Und sie ist die Folge einer Abwendung vom griechischen Mythos, der über Jahrhunderte Orientierung gegeben hat. Und es ist der Versuch, Orientierungswissen neu zu generieren. Wofür braucht man Orientierungswissen in dieser Zeit? Ganz einfach. Die Griechen sind erstens Menschen, die Seefahrt betreiben und von daher wissen müssen, wie es mit dem Navigieren geht, und zwar auch in Entfernung von der Küste. Sie betreiben Landwirtschaft und von daher müssen sie wissen, wie es mit den Jahreszeiten ist. Das heißt, die Griechen haben ein sehr enges Interesse an Naturphänomenen und ihrer Regelhaftigkeit. Das ist der Ursprung der griechischen Philosophie. Die sogenannten Vorsokratiker, das sind die, die vor Sokrates und Platon gelebt haben oder zeitgleich mit ihnen, waren die ersten, die versucht haben, einen Naturbegriff zu definieren, indem sie versucht haben, Regeln aufzustellen, wie Naturphänomene zu verstehen sind. Die Frage nach den letzten Gesetzen der Natur. Zugleich hat die griechische Philosophie ein Interesse an Orientierungswissen, wenn es um die Frage nach dem Menschen geht. Wie soll der Mensch handeln? Was ist sein Kontext in einer Gemeinschaft, in der Gemeinschaft der Polis beispielsweise? Nach welchen Regeln funktioniert die Polis? Das heißt, der Ursprung der griechischen Philosophie liegt in der Frage nach verbindlicher Orientierung in der Welt, im Dasein, das heißt in der Wirklichkeit insgesamt. Bei der Frage nach der Orientierung stellt sich dann sofort die Frage danach, was können wir wissen und welches Wissen gibt Orientierung? Und welches Wissen gibt Orientierung? Das hat Herr Zepp eben angedeutet, natürlich nur das Wissen, was Gewissheit bietet, das, was beständig ist, was nicht nur jetzt im Moment gilt, sondern was morgen gilt, übermorgen oder im Idealfall immer und ewig. Und von daher unterscheiden beide Philosophen Wissensformen nach ihrer Wertigkeit im Blick auf Dauerhaftigkeit, Verlässlichkeit und Gültigkeit. Ich mache das jetzt etwas ausführlicher, weil das genau der Punkt ist, der Ihnen versucht zu erklären, wieso kommt man auf die Idee, ein Wissen als wissenschaftliches auszuzeichnen. Die unterste Stufe ist die Wahrnehmung. Sie wissen genau, wenn ich jetzt sage, mir drückt der rechte Fuß, dann ist das eine Sache, die kann gleich vorbei sein. Ich kann mich auch täuschen, vielleicht ist es nicht der Fuß, sondern mein Schuh. Das heißt, Wahrnehmen ist etwas, auf das man sich nicht verlässt. Meinung ist schon ein bisschen besser, aber wir wissen, wie unzuverlässig Meinungen sind. Erfahrungswissen. Erfahrungswissen ist das Wissen, was jeder von uns im Laufe seines Lebens sammelt und worauf er sich selbst oder andere, wenn man an die eigenen Kinder denkt, sich verlässt. Das heißt, Erfahrungswissen hat schon einen höheren Gewissheitsgrad. Darüber steht eine Form von Wissen, die im Griechischen Techne lautet. Das ist Handwerk und Kunstfertigkeit. Dieses Wissen ist solider und verlässlicher, weil Kunstfertigkeit und Handwerk oder handwerkliches Wissen regelgeleitet ist.
Sie wissen ganz genau, wenn Sie selbst mit Ihrem Wasserproblem in der Küche nicht klarkommen, weil Sie nicht genügend Erfahrungswissen haben, dann kommt der Installateur und dann löst er Ihr Problem möglicherweise relativ flott. Und das deshalb, weil er die Regeln seines Handwerks beherrscht. Und das bietet eine Verlässlichkeit, die deutlich über Wahrnehmung, Meinung und Erfahrungswissen hinausgeht. Aber das Wissen eines Handwerkers und die Regeln eines Handwerkers sind nichts im Vergleich zu dem Wissen, was Platon und Aristoteles mit dem Begriff Episteme im lateinischen Scientia, im deutschen Wissenschaft bezeichnen. Denn dieses Wissen hat einen viel größeren Anspruch. Es ist ein Wissen, was von dauerhafter Gültigkeit ist und sich nicht nur auf bestimmte Phänomene, sondern auf einen großen Phänomenbereich erstreckt. Darüber hinaus kommt eine Form von Wissen, die uns selten vor Augen steht, die aber in der griechischen Philosophie von Bedeutung ist, das ist die Intuition. Ich bringe Ihnen ein Beispiel dafür, wenn ich Ihnen jetzt sage, dass das Ganze größer ist als sein Teil, dann ist das ganz einfach eine Frage von Intuition. Sie können sofort sagen, ja, das stimmt, das Ganze ist größer als sein Teil, ich brauche das gar nicht zu beweisen, es wird Ihnen klar in dem Moment, wo ich es sage. Und der letzte Punkt ist Weisheit, Sophia. Weisheit ist das Wissen über die Welt im Ganzen, über die Wirklichkeit im Ganzen und der letzte Maßstab der Orientierung für den Menschen und sein Leben. Diese Wissensformen, auch in dieser Hierarchie, werden von Platon und Aristoteles entwickelt und sie werden in den kommenden Jahrhunderten immer weiter transferiert. Das heißt, Wissenschaft, zusammenfassend, ist eine Wissensform, und zwar eine ausgezeichnete Wissensform. Derjenige, der die erste Wissenschaftslehre überhaupt entwickelt hat, war der griechische Philosoph Aristoteles. Diese Schrift heißt Analytica Posteriora oder im Deutschen die sogenannten zweiten Analytiken. Diese Schrift mit ihren Inhalten hat Gültigkeit bis zum 19. Jahrhundert. Sie wird modifiziert und ein Stück revidiert in der Neuzeit, das ist der Schluss meines Vortrages, aber Grundsätze dieser Schrift bleiben nach wie vor bestehen. Ich nenne Ihnen die wichtigsten Inhalte dieser Schrift, weil auf dieser Schrift die Wissenschaftslehre basiert bis hinein in die Neuzeit, ja, bis hinein ins 19. Jahrhundert. Erstens, Wissenschaft ist ein Insgesamt von Erkenntnissen. Wissenschaftliche Erkenntnisse sind Aussagesätze. Sind keine Fragesätze, keine Aufrufe, sondern Aussagesätze. Dritte, wissenschaftliche Sätze sind methodisch gewonnen. Und jetzt geht's weiter. Herr Zepp hat eben zum Eingang seines Referates von unterschiedlichen Disziplinen gesprochen. Und Aristoteles sagt, ja, die Wissenschaft unterscheidet sich, wir haben eine Vielzahl von Wissenschaften und die Wissenschaften unterscheiden sich nach ihrem Gegenstand. Das ist ganz wichtig. Wir würden sagen, Wissenschaften können sich auch nach Methoden unterscheiden. Das ist noch kein Thema bei Aristoteles. Wissenschaften unterscheiden sich nach dem Gegenstand. Und da es viele Erkenntnisgegenstände gibt, gibt es in der Konsequenz auch viele Wissenschaften. Zweitens. Wofür betreibt man Wissenschaft? Man betreibt Wissenschaft dafür, um einen Gegenstand vollständig zu erkennen, das heißt in allen seinen wesentlichen Eigenschaften. Und jetzt kommt ein ganz wichtiger Hinweis, das ist die Frage nach der Geltung von Wissenschaft. Für Aristoteles ist das Ideal der Wissenschaft eine Wissenschaft, deren Gegenstand ewig und unveränderlich ist. Das ist das die Idealvorstellung. Die Wissenschaft ist ideal, im Idealsinn Wissenschaft, deren Gegenstand ewig und unveränderlich ist. Wissenschaft nachgeordnet ist die Wissenschaft, wo der Gegenstand sich verändern kann. Ich bringe Ihnen ein Beispiel.
Ein ewiger und unveränderlicher Gegenstand ist für die griechische Philosophie die Sterne, die Gestirne. Und die Astronomie ist für einen griechischen Philosophen eine klassische Wissenschaft, weil der Gegenstand, nämlich die Gestirne und die Gestirnslaufbahnen, ewig und unveränderlich sind. Wahrscheinlich ist ein Gegenstand wie die Ethik, denn das menschliche Handeln ist oder das menschliche Verhalten verändert sich. Wir können es Regeln zuordnen, aber unser Verhalten ist leider weder ewig noch unveränderlich. Im Gegenteil, wir ändern uns. Und infolgedessen kann die Ethik und alles andere, was mit dem Menschen zu tun hat, auch keinen Anspruch auf eine notwendige Erkenntnis und damit eine Erkenntnis, die wissenschaftlich notwendig ist, gelten. Aristoteles schreibt eine Wissenschaftslehre und die Frage ist, wie kommt er auf diese Beschreibung von Wissenschaft? Und der Ursprung ist klar, das weiß man inzwischen, das Idealbild von Wissenschaft, was Aristoteles vorschwebt, ist die Geometrie Euklids. Euklid ist eventuell ein Schüler Platons gewesen. Das Besondere an Euklid ist, Euklid hat ein Lehrbuch der Geometrie formuliert. Das ist das Lehrbuch der Geometrie, das, was so lange gilt, bis bestimmte nicht-euklidische Gesetze entdeckt werden. Und dieses Lehrbuch der Geometrie von Euklid hat eine Gliederung, einen Aufbau, den Aristoteles inspiriert hat für seine Vorstellung von wissenschaftlicher Methode. Nämlich, Euklid gliedert in folgender Weise, möglicherweise wissen Sie das noch aus Ihrem Geometrieunterricht. Es gibt zunächst drei Gruppen von Sätzen, die nicht in Frage gestellt werden, Definitionen, Postulate und Axiome, und dann folgen Ableitungen aus diesen drei Satzgruppen. Und genau diese Form der Präsentation der Mathematik und Geometrie ist das, was Aristoteles für das Ideal von Wissenschaft hält. Mit anderen Worten, Wissenschaft ist Ableitung aus ersten, nicht in Frage zu stellenden Sätze. Das ist Wissenschaft. Oder anders gesetzt, die wissenschaftliche Methode ist die Methode der Deduktion. Jetzt ist ein Punkt sehr wichtig, ein Punkt, der in der Forschung lange umstritten ist. Wenn Aristoteles von Wissenschaft spricht, meint er nicht Forschung, sondern er meint Lehre, was auch naheliegend ist, wenn sein Vorbild für Wissenschaft, das euklidische Lehrbuch der Geometrie ist. Es hat über Jahrhunderte das Missverständnis gegeben, als ob Aristoteles Forschungsentdeckung als deduktiv versteht. Das stimmt aber nicht. Für Aristoteles ist Wissenschaft Lehre und Lehre ist deduktiv. Das heißt, ich vermittle meinem Schüler in erster Linie die für sich geltenden Sätze, dann mache ich die Ableitung und das ist letztlich Wissenschaft. Wissenschaft für Aristoteles ist Lehre. So, jetzt brauchen wir einen Übergang von der Antike bis hinein in die Spätantike. Platons Akademie existiert zwar noch bis 425, aber schon nach dem Tode des Aristoteles verliert sich das aristotelische Wissen. Und im Maße, wie sozusagen das Römische Reich sich ausbreitet, wird zugleich die Kenntnisse des Griechischen zurückgedrängt. Das heißt, wir sind in der Situation, dass etwa ab dem 2., 3. nachchristlichen Jahrhundert sowohl das genuin platonische, erst recht aber das aristotelische Wissen einfach verschwunden ist, weil keiner mehr Griechisch kann. Ein ganz einfaches Phänomen. Es gibt aber sozusagen ein Transportmittel, um das Wissen der Antike zu transportieren. Und das ist das, was im Lateinischen die sogenannten Artes Liberales sind.
die sogenannten freien Künste. Man kann auch den lateinischen Titel ergänzen noch, die septem artes liberales, die sieben freien Künste. Die artes liberales heißen liberales, weil die artes liberales ein Bildungskonzept sind für freie Menschen. Freie Menschen heißt für Menschen, die nicht der Sklaverei unterliegen. Und dieses Bildungskonzept selbst wurzelt in der griechischen Antike, in der sogenannten Enkyklios Paideia. Schon die griechische Antike hatte die Vorstellung, dass es ein enzyklopädisches Wissen gibt und dass dieses Wissen, diese Bildung vermittelt wird. Die Lateiner haben das übernommen und das Wissen, dieses Bildungskonzept systematisiert, und zwar indem sie unterscheiden drei Disziplinen, ein sogenanntes Trivium. Das sind die sprachlichen Disziplinen von Grammatik, Logik und Rhetorik. Und eine Vierzahl von Disziplinen, das sind mathematische Disziplinen, Arithmetik, Geometrie, Musik, Astronomie. Musik meint jetzt nicht Ausübung, sondern Musiktheorie, Harmonielehre. Das heißt, jeder, der was auf sich hielt, der genug Geld hatte, Zeit hatte, widmete sich dem Studium der Artes Liberales. Was ist das Besondere der Artes? Das Besondere der Artes ist einerseits, dass es ein Transportmittel ist zur Weitergabe von in der Antike entwickeltem Wissen. Das ist das eine für uns Wichtige. Das zweite ist aber, und das ist das, was ich unter dem dritten Punkt zusammengestellt habe, eine Ars ist ein regelgeleitetes oder ein methodisch fundiertes Wissen. Artare im Lateinischen wird interpretiert als etwas wird in Regeln eingezwängt. Dieser Gedanke ist deshalb so wichtig, weil auf diese Weise mit dem Gedanken der Artes Liberales der Gedanke vermittelt wird, dass Wissen methodisch gewonnen und weitergegeben wird. Ein ganz wichtiger Punkt, den wir brauchen, um zu verstehen, was Wissenschaft heißt. Also die Artes Liberales, in der griechischen Antike ein Stück entwickelt, im römischen Kontext weiterentwickelt, im römischen Kontext auch ein wirklicher Lehrgegenstand und Unterrichtsgegenstand, transportieren bestimmte Vorstellungen von wissenschaftlichem Wissen. Aurelius Augustinus. Aurelius Augustinus ist für uns als Transporteur deshalb wichtig, weil Aurelius Augustinus die Instanz ist im 12. Jahrhundert, die für die Rezeption antiken und das heißt heidnischen Wissens steht. Aurelius Augustinus, das wissen Sie wahrscheinlich, die Mutter war Christin. Aurelius Augustinus hatte Schwierigkeiten mit dem Christentum, hatte auch eine andere Lebensform, aber er war hochbegabt, ein Rhetor, ein bekannter, berühmter Rhetor in seiner Zeit, der dann aus bestimmten kontextuellen Gründen spät konvertiert ist, dann Bischof wurde und sehr viel geschrieben hat. Und in den Texten, die er geschrieben hat, spricht er sich dafür aus, dass das Christentum, Sie sehen, das ist noch gar nicht so alt, ungefähr 400 Jahre, dass das Christentum sich mit dem antiken und das heißt mit dem heidnischen Wissen beschäftigen muss. Das heißt, Aurelius Augustinus ist derjenige, der erstens selbst im Kontext der Artes Liberales groß geworden die Artes Liberales als heidnisches Bildungsgut einem christlichen Kontext empfiehlt. Und er selbst hat zu den verschiedenen Artes Liberales auch Schriften hinterlassen. Wieso kommt Augustinus auf die Idee, die Artes Liberales, die der heidnischen Ursprung sind, als so wichtig für einen Christen zu empfinden? Das ist ganz einfach. Aurelius Augustinus setzt sich intensiv mit der Interpretation der Schriften des Alten und Neuen Testamentes auseinander. Und jeder von Ihnen, der mal Texte gelesen hat, wird feststellen, dass das zum Teil schwer verständliche Texte sind. Augustinus selbst
philosophisch gebildet, hat große Probleme mit den Gottesvorstellungen im Alten Testament. Ein Gott, der da sozusagen aus Erde schafft oder der da durch einen Garten geht, ist für einen neuplatonisch gebildeten Philosophen also eine Zumutung. Über Ambrosius von Mailand kommt er nun zu einer Methode, diese Zumutungen biblischer Texte so zu interpretieren, dass sie für einen römischen Intellektuellen zu einem faszinierenden Text tanzen werden. Und das geschieht mit Hilfe der Artis Liberalis. Die Artis Liberalis, bestehend aus Grammatik, Rhetorik, Logik und den vier mathematischen Disziplinen, bieten ihm das Regelwerk dafür, die dunklen biblischen Texte angemessen zu interpretieren, indem man nämlich beispielsweise unterscheidet zwischen wörtlicher Bedeutung und übertragener Bedeutung, indem man logische Zusammenhänge erkennt, indem man versteht, wie der Tempel gebaut wurde, das kann man mit Hilfe der mathematischen Disziplinen und so weiter. Das heißt, für Augustinus sind die Artes Liberales das Bildungsgut, was ein Christ, obwohl das Bildungsgut aus dem heidnischen Kontext kommt, rezipieren kann. Medizin. Von der griechischen Antike, von Platon, Aristoteles bis hin zu Augustinus, wie ist die Situation der Medizin? Zunächst einmal muss man sagen, dass die Medizin in ihren Ursprüngen, und das heißt seit den Vorsokratikern, eine enge Beziehung zur Philosophie hat. Die Philosophie ist Naturphilosophie, ich habe das eben kurz angedeutet. Und diejenigen, die sich mit medizinischen Fragen befassen, müssen die Physis des Menschen kennen. Ist ja klar, wie soll ich jemanden heilen, wenn ich nicht weiß, was die Natur eines Menschen ist. Von daher ist die medizinische Reflexion von Anfang an mit einer großen Nähe zur Naturphilosophie verbunden. Das Interessante ist nun, dass weder Platon noch Aristoteles noch die nachfolgenden Generationen Medizin als Wissenschaft bezeichnen, was sie auch nicht können, weil Medizin ja von etwas handelt, was sich verändert. Sie bezeichnen die Medizin aber als Handwerk, als Technik, denn die Medizin hat ihr Wissen regelgeleitet erworben und wendet ihr Wissen regelgeleitet an. Die Textgrundlagen, es sind nur Textgrundlagen, die wir noch kennen, sind das Corpus Hippocraticum, eine Schrift, die im Griechischen peri physios anthropou, also von der Natur des Menschen ist. Dann der große Mediziner Galen. Galen ist es, der sozusagen das alles medizinische Wissen zusammenfügt, es in Verbindung setzt mit dem spezifisch philosophischen Wissen, Logik, Ethik und Naturwissenschaften. Er ist es, der auch die Lehre von den Säften weitervermittelt, verbindet diese mit der Lehre der vier Elemente. Und dieses Wissen wird dann in dem Maße, wie es im lateinischen und im römischen Kontext übersetzt wird, auch dann im römischen Kontext genutzt. Galen wird nicht übersetzt, Galen wird erst sehr viel später rezipiert. Das heißt, in der lateinischen Spätantike haben wir einige Medizintraktate, die man nutzt. An der Stelle merken Sie übrigens vielleicht einen Hinweis, bei dem Bild zur Einladung zum heutigen Vortrag haben Sie ja nur Bücher gesehen. Das ist völlig richtig, denn Medizin und all die anderen Disziplinen sind Buchdisziplinen. Und das wird auf lange Zeit so bleiben. Kommen wir zum 6. bis 12. Jahrhundert. Nach dem Ende des Römischen Reiches und nach dem Ende der Völkerwanderung haben wir einen Garanten für die Weitergabe von Wissen, das ist das benediktinische Mönchtum. Sie wissen, auf dem italienischen Berg Monte Cassino ist 425 das erste Benediktinerkloster gegründet worden. Der Benediktinerorden hat eine große Nähe zur römischen Tradition und von daher konnte auch
konnte er auch viele Elemente aus dem römischen Kontext rezipieren. Das benediktinische Mönchtum ist auch deshalb wichtig, karolingische Renaissance, weil Karl der Große und seine die nachfolgenden Kaiser den Benediktinerorden genutzt haben, um bestimmte Kulturentwicklungen voranzutreiben. Das heißt, die Weitergabe von antikem Wissen ist und geschieht über den christlichen Kontext, über die Ausbreitung des Christentums. Und deshalb können Sie sich vorstellen, wie wichtig Augustinus ist. Weil Augustinus sozusagen erlaubt hat, dass ein Christ die Artis Liberalis nutzen kann, kann nun auch im christlichen Kontext, können nun auch die Septem Artis Liberalis inhaltlich weitergegeben werden. Und jetzt kommt im 12. Jahrhundert eine Bewegung zustande, die eigentlich einzigartig ist. Im 12. Jahrhundert haben wir die Situation, ich nenne sie kurz, damit Sie sich das vorstellen können, im 12. Jahrhundert beginnt zunächst einmal eine klimatische Veränderung in Westeuropa. Es wird deutlich wärmer. Und weil es wärmer wird, werden die Ernten besser. Und weil die Ernten besser wird, wird die Bevölkerung besser ernährt. Es gibt weniger Krankheiten und so weiter. Das heißt, im 12. Jahrhundert entsteht eine Bewegung, die lebensverlängernd ist, um es mal so zu sagen. Und diese Lebensverlängerung führt dazu, dass man ein hohes Daseinsinteresse entwickelt. Das ist ganz klar. Wenn ich mit 30 sterbe, kann ich kein Interesse daran haben, wie es mit Bildung und so weiter weitergeht. Wenn ich aber die Chance habe, 60 oder 70 zu werden, dann gibt es bestimmte Dinge, die mich interessieren über das Notwendige hinaus. Das ist das eine, was im 12. Jahrhundert stattfindet. Das zweite ist, die Stadtbildung schreitet im 12. Jahrhundert massiv voran. Das können Sie sehen an der Entstehung von Kirchen und so weiter. Dann eine weitere Größe ist der Mittelmeerhandel. Der Mittelmeerhandel expandiert ab dem 11. Jahrhundert und im Zuge dessen kommt nun das Westeuropa in den Genuss nicht nur von Seidenstoffen und Gewürzen, sondern auch von Büchern. Und zwar Büchern aus allen anderen kulturellen Kontexten. Und die Kontexte sind der griechische Kontext, der arabische Kontext und der jüdische Kontext, also der hebräische Kontext. Und in dieser Zeit entstehen nun nicht zuletzt im Zuge dieser Rezeption von unbekanntem Wissen Schulen, und zwar Schulen, die sich schwerpunktmäßig mit Disziplinen befassen, nämlich in Salerno und in Montpellier entsteht eine Schule für Medizin. Und in Bologna entsteht eine Schule für Jurisprudenz. Und wenn Sie mal in Wikipedia alle drei nachgucken, dann werden Sie finden, dass alle drei behaupten, die älteste Universität zu sein. Also das weiß man nicht so genau, aber was man auf jeden Fall weiß, ist, dass diese drei Schulen wichtige Beiträge zur Professionalisierung dieser Disziplinen liefern. So, und jetzt fehlt uns noch eine wichtige Disziplin, das ist die Theologie. Und die Theologie wird professionalisiert an den Schulen, die die Bischöfe unterhalten, nämlich im Kontext der Dom und Kathedralen. Das ist hier in Mainz auch so, es hat hier auch eine Domschule gegeben. Das heißt, und in diesen Schulen, und das ist das Besondere, werden Leute ausgebildet, damit sie anschließend professionelle Mediziner, professionelle Juristen und professionelle Theologen sind. Das heißt, mit den Schulen haben wir eine Professionalisierung der Disziplinen. Und die Professionalisierung ist deshalb möglich, weil es Grundlagentexte gibt, die kommentiert werden, die studiert werden und man lernt Regeln der Profession kennen. Und damit kurz, wie sieht es mit der Medizin aus? Die Medizin wird in dieser Zeit bis zum 12. Jahrhundert zwar den Artis Liberalis zugeordnet, aber es ist ganz klar, sie gehört nicht zu den Artis Liberalis, sondern sie ist ein zweiter Wissensbereich, Secunda Philosophia, übrigens hier in Klammern, Philosophia meint
bis zum 12. Jahrhundert das insgesamt von Wissen. Von daher ist verständlich, dass die Medizin eine eigene Philosophia ist, die neben der Philosophia der Artis Liberalis als getrennte Einrichtung steht. So, ihr Thema ist der Gesundheitsschutz und die Krankenheilung. Und wichtige, und jetzt kommen wieder die Benediktiner ins Spiel, in der Regel, die Benedikt seinem Kloster gibt, der sogenannten Regula Benedicti, wird ausdrücklich darüber gesprochen, wie die Mönche sich zu verhalten haben im Bereich der Krankenpflege und der Arzneimittelherstellung. Von daher ist die Regula Benedicti ein wichtiges Mittel, dass sich bestimmte Vorstellungen der Medizin in diesem kulturellen Kontext der Benediktiner verbreiten, das heißt in ganz Europa. Was hat man an Texten? Man hat Rezeptsammlungen, Arzneibücher und ganz wichtig ein Kompendium, also eine Zusammenfügung von Texten aus dem Corpus Hippocraticum und aus den galenischen Schriften, ergänzt um Puls- und Harntraktate. Das ist das insgesamt der Texte, auf der sich bis zum 12. Jahrhundert das Wissen der Medizin gründet. Und jetzt kommen wir zum 13. Jahrhundert. Das 13. Jahrhundert prosperiert wissenschaftlich, weil nun das sozusagen in Intensität greift, was ich eben schon gesagt habe. Es wird in intensivster Weise das griechische, arabische Wissensgut rezipiert. Dazu gehört ganz wichtig als erstes das Gesamtwerk des Aristoteles und mit dem Gesamtwerk des Aristoteles auch die Wissenschaftslehre des Aristoteles. Das zweite ist die arabisch und jüdische Philosophie und die Pointe besteht darin, dass beide philosophischen Strömungen aristotelisch implementiert sind. Das heißt, mit der arabischen Philosophie wird Aristoteles rezipiert und mit der jüdischen Philosophie wird Aristoteles rezipiert. Und zugleich erfolgt in dieser Zeit eine Rezeption arabischer und griechischer Wissenschaften, Medizin, Astronomie und so weiter. Jetzt werden Sie sagen, naja, wer kann denn Arabisch in der Zeit? Natürlich keiner. Deshalb gründen sich am Mittelmeerraum eine Reihe von Schulen, die nichts anderes tun, als Übersetzungsarbeiten zu leisten. Salerno ist beispielsweise auch nicht nur eine Medizin, ein Hochbuch der Medizin, sondern leistet Übersetzungsarbeit. Das heißt, alle diese Texte, denn es kann ja keine Arabisch und Griechisch, geschweige denn Hebräisch, alle diese Texte werden ins Lateinische übersetzt, mit den entsprechenden Fehlern natürlich, und gelangen so in die Schule. Und hier haben wir nun, jetzt stelle ich Ihnen die Universität des 13. Jahrhunderts vor und ich habe mich orientiert an der Universität von Paris, 1200 gegründet. Sie gilt sozusagen als das Paradigma für Universität schlechthin. Die Universität wird Hohe Schule genannt, weshalb wir heute noch den Begriff Hochschule haben. Die Universität wird Hohe Schule genannt. Sie ist eine Universitas, eine Gesamtheit aus Professoren und Studenten. Die Universität wird gegründet zur Ausbildung. Die Universität ist dafür da, professionalisierte, ausgebildete Personen sozusagen hervorzubringen. Dafür ist die Universität in Disziplinen geordnet und es ist in Paris wird geordnet. Es gibt eine Eingangsfakultät, das ist die Artis-Fakultät und darüber stehen drei höhere Fakultäten, nämlich Medizin, Jurisprudenz und Theologie. Was heißt das? Jeder, der Medizin studieren will, muss zunächst Artis studieren, ist ja auch verständlich. Ich meine, um die medizinischen Lehrbücher zu lesen, muss ich natürlich Grammatik haben, ich muss Argumentationskenntnisse haben, ich muss Kenntnisse der mathematischen Naturwissenschaften haben und so weiter. Das heißt, nur wer erfolgreich die Artis studiert, kann Medizin, Jurisprudenz oder Theologie studieren. Die Artis-Fakultät ist übrigens das, was dann später die philosophische Fakultät wird. Was ist der Gegenstand des Universitätsunterrichts? Texte. Und zwar kanonische Texte, die in der Disziplin als der Kanon der Disziplin gelten. Diese Texte werden im Unterricht kommentiert
Und das ist eine besondere Form der Auseinandersetzung mit Texten in der mittelalterlichen Universität. In öffentlichen Disputationen werden diese Texte disputiert oder wesentliche Thesen dieser Texte. Und diese Disputationen sind zugleich der Ort, an dem Professoren zeigen können, was sie sind und was sie können. Entweder bin ich erfolgreich in einer Disputation oder ich bin nicht erfolgreich und das sollte ich als Professor wirklich nicht sein. Nächster Punkt. Wissenschaftliches Arbeiten im Kontext der Universität ist Lehre und Forschung. Lehre habe ich gerade erklärt. Forschung insofern, als es darum geht, die Inhalte, die in diesen in Büchern steht, vertieft zu verstehen. Das ist der Sinn von Forschung. Das heißt, Forschung bedeutet hier nicht, neues Wissen zu entdecken, sondern das Vorhandene besser und tiefer zu verstehen. Und deshalb ist die Kommentarliteratur eine so wichtige Form der Literatur im Mittelalter in diesen Disziplinen. Was ist die Medizin? Wie sieht es bei der Medizin aus? Ganz klar. In dem Moment, wo die aristotelische Wissenschaftslehre vollständig rezipiert wird und sich die Universität daran orientiert, wird die Medizin an der aristotelischen Wissenschaftslehre ausgerichtet. Das heißt, jetzt haben wir mit der Universität die Unterscheidung zwischen denen, die praktisch Medizin machen, das ist der Medikus, und denen, die wissenschaftlich sich mit der Medizin auseinandersetzen, das ist der Physiker. Das ist also die erste wichtige Unterscheidung. Es gibt die Theoretiker und es gibt die Praktiker. Der zweite ist, das hatte ich eben gesagt, Medizin ist eine höhere Fakultas und sie hat in der Regel drei Bereiche. Physiologie, Gesundheitslehre, zweitens Pathologie und drittens Therapeutik, unterschieden nach Chirurgie, Pharmazie, Diätetik, aber bitte nie praktisch, immer nur theoretisch, immer nur Interpretation, Kommentierung und von vorhandenen Büchern. Und was ist der Inhalt eines medizinischen Unterrichts im 13. Jahrhundert? Das sind die griechischen und arabischen Medizintexte. Dass auf diese Weise mit der Abgrenzung von Physikus und Medikus und der wissenschaftlichen Ausbildung der Ärztestand professionalisiert wird, brauche ich Ihnen nicht zu sagen. So, kommen wir ganz zum Schluss zu zwei Herren, die sich mit diesem Konzept intensiv auseinandergesetzt haben und vor allen Dingen es nachhaltig kritisiert haben. Fangen wir mit dem ersten an, Francis Bacon. Francis Bacon ist englischer Lordkanzler und hat eine wissenschaftstheoretische Schrift verfasst und das Ziel dieser Schrift ist es, Aristoteles abzulösen. Warum soll Aristoteles abgelöst werden? Weil diese Wissenschaft, wie Aristoteles sie vermittelt, nicht dazu in der Lage ist, die menschliche Grundsituation zu verbessern. Und die Verbesserung der menschlichen Verhältnisse, der menschlichen Lebensbedingungen, das muss das Ziel von Wissenschaft sein. Das ist das, was Francis Bacon als Lord Kanzler propagiert. So, und er sieht nur eine Möglichkeit, dass dieses Ziel umgesetzt werden kann, weg vom Buch hin zum Experiment. Und ich habe Ihnen hier einen Satz zitiert, der im Deutschen immer falsch wiedergegeben wird. Im Deutschen heißt das immer, Wissen ist Macht. Der Satz heißt aber ganz einfach, Wissenschaft und menschliches Vermögen fallen in eins zusammen. Und wenn Wissenschaft und menschliches Vermögen in eins zusammenfallen, dann ist man auf dem Weg, die menschlichen Lebensbedingungen zu verbessern. Das heißt, Francis Bacon ist derjenige, der für Experimentalwissenschaft ist. Das ist Nummer eins. Der zweite ist René Descartes. René Descartes ist für die Universitätsmedizin oder für die Medizin generell so deshalb so wichtig, weil er nämlich vom aristotelischen anthropologischen Konzept Abstand nimmt. Für Aristoteles ist der Mensch insgesamt beseelt, und zwar in allen seinen Teilen. Und Descartes erklärt, dass alles, was in der Außenwelt ist, einschließlich des Menschen, reduziert werden kann auf Ausdehnung. Und Descartes, sagen wir mal, verkürzt den Gedanken der Seele auf den Gedanken des Bewusstseins
Und alles andere am Menschen ist Ausdehnung. Und wenn alles am Menschen Ausdehnung ist, dann kann ich den Menschen als auch alles andere, was nur ausgedehnt ist, mathematisch berechnen. Und dann kann ich mit ihm auch, mit dem menschlichen Körper auch umgehen wie mit einem Körper. Das heißt, René Descartes ist derjenige, der im Grunde genommen den ersten Schritt gedanklich gemacht hat, aus dem dann später sowas wie die Möglichkeit Transplantationschirurgie und so weiter entstehen konnte. Meine Damen und Herren, das war der kurze Ausblick. Ich danke Ihnen für Ihre Konzentration und Aufmerksamkeit. Okay, das funktioniert. Liebe Frau Dreyer, ganz herzlichen Dank für diese Reise über fast 2000 Jahre Entwicklungsgeschichte von Wissenschaft. Hochinteressant, und ich habe auch verstanden mit Ihrem letzten Folie, die experimentelle medizinische Forschung, das ist ja eher dann eine Entwicklung der neueren Zeit. Spannend. Sicherlich hat es Fragen dazu oder Kommentare. Ja, Sie hatten gesagt, seit der Spätantike konnte niemand mehr Griechisch, aber haben die nicht im Byzantinischen Reich weiter Griechisch gesprochen? Ja, aber das Byzantinische Reich ist für Westeuropa nicht interessant. So, weil es natürlich die Gegenüberstellung von schon im Römischen Reich gegeben hat zwischen Ost- und Westrom. Und das sind zum Teil, das sind Entwicklungen, die entweder nur im weströmischen Teil stattfinden oder im oströmischen. Meine Frage bezieht sich auf die arabische Kultur, Weiterführung. Ne? Sie sagten, die Wissenschaftsweitergebung ist ein christliches Thema, ja, auf dem Boden arabischer Texte. Ja, im Mittelalter gab es ja wohl Araber auf europäischem Gebiet, in Al-Andalus. Darauf sind Sie nicht eingegangen. Können Sie das bitte kurz tun, inwieweit Al-Andalus die Mauren Einfluss hatten auf unsere Wissenschaftsperzeption? Also, es ist richtig, Al-Andalus hatte eine wichtige kulturelle Bedeutung. Aber wenn Sie daran denken, dass, und das ist ja die Situation, dass Wissenschaft Textwissenschaft ist, dann sind die wichtigsten Herren hier, die hier, Averroes, Avicenna, Al-Ghazali und die entsprechenden Vertreter der arabischen Medizin. Das heißt, der lateinische Kontext konnte nur Latein. Das heißt, alles, was aus dem arabischen Bereich kam, musste ins Lateinische übersetzt werden. So. Das heißt, und das Interessante ist, und das kann ich Ihnen am Beispiel von Albertus Magnus gut demonstrieren, da gibt es überhaupt keine Berührungsängste. Avicenna beispielsweise, also Averroes hat beispielsweise den kompletten Aristoteles kommentiert, den kompletten, und das ist auch das, was Albertus Magnus tut. Und Albertus Magnus hat überhaupt keine Probleme damit, Averroes seitenweise abzuschreiben. Modern würden wir sagen, plagiieren, aber abzuschreiben. So, das heißt, für Albertus Magnus zu Beginn des 13. Jahrhunderts ist es selbstverständlich, dass alles Wissen zusammenkommen muss und synthetisiert wird. Und es ist überhaupt kein Unterschied, ob das nun arabischen Ursprungs ist oder griechischen Ursprungs oder lateinischen Ursprungs. Also von daher kann man sagen, ist das eigentlich die Situation, wo nationale Hintergründe überhaupt keine Rolle spielen. Hier geht es um Wissen. Das heißt, der Kulturhintergrund, der kulturelle Ursprung ist hier eigentlich unwichtig. Er wird allerdings in manchen philosophischen Diskussionen wichtig. Eine wichtige Diskussion ist die Frage nämlich, ob der Averroes als arabischer Aristoteles-Interpretation bestimmte Vorstellungen der Intellektlehre bei Aristoteles richtig verstanden hat oder nicht. Und dann wird diskutiert, wer hat denn recht? Aristoteles oder Averroes oder vielleicht doch Avicenna oder vielleicht doch Augustinus? Und da wird hin und her diskutiert. Insofern kann ich sagen, dass es mit größter Selbstverständlichkeit aus unterschiedlichen kulturellen Kontexten Wissen rezipiert wird.
Guten Tag. Und Herr Wörling, mich würde interessieren, wie der Übergang aus der Scholastik praktisch in die Neuzeit kam. Weil das ist ja schon ein Bruch bei Descartes. Das ist ja ein ganz anderes, ein reduktionistisches Konzept. Und was war die Unzufriedenheit in der Zeit, die dazu geführt hat, dass man, also mal sagen, eine totale Abwendung geführt hat? Das würde mich interessieren, was Sie dazu meinen. Also das Erste, was man sagen muss, Gerd, dass es keine totale Ablehnung gibt. Wenn Sie beispielsweise einige Jahrhunderte weiter die Philosophie Kants lesen, werden Sie feststellen, dass Kant ein Instrumentarium, ein philosophisches Instrumentarium nutzt, was im 13., 14. Jahrhundert entwickelt worden ist. Das heißt, die Philosophie, hier geht es nicht um eine Unzufriedenheit mit der Scholastik, hier geht es um eine, übrigens der Begriff Scholastik ist hier ein neuzeitlicher Begriff, also es geht nicht mit einer Unzufriedenheit dieser, jetzt sag ich mal, des Aristoteles generell, sondern es geht damit einher, dass beispielsweise Descartes meint, Descartes Suche oder andersherum, was ist das Interesse von Descartes? Descartes Interesse ist ein sicheres Wissen. Ein sicheres Wissen. Und das sicherste Wissen ist das Wissen, was mit ganz wenig Elementen auskommt. Übrigens ein Grundsatz, der im Mittelalter entwickelt wurde von Wilhelm von Ockham, nämlich, dass eine Theorie umso besser ist, je weniger Elemente sie hat. Und die Idee bei Descartes ist ganz einfach. Die aristotelische Metaphysik hat zu viele Elemente. Wir reduzieren die aristotelische Metaphysik, die uns unterscheidet zwischen neuen Eigenschaften und einem Wesen. Wir reduzieren die ganzen Eigenschaften auf eines, nämlich auf die Quantität. Und damit haben wir viel größere Möglichkeiten. Sie müssen vorstellen, Descartes war zugleich in einer Zeit, in der Optik und Ähnliches, in der die Natur, mathematische Naturwissenschaften aufschwung hat. Und insofern muss man sagen, es ging einfach um eine neue Theorie, die, wenn sie besonders schlank ist, besonders erfolgreich sein kann. Und das ist das, was Descartes gemacht hat. Ja, selbstverständlich. Das ist ja, ja, das ist richtig. Descartes hat einerseits die Unsterblichkeit der Seele, er hat auch das Cogito entwickelt, ne, die Reduktion auf einen ersten Punkt. Aber er hat auch zugleich aufgezeigt, dass die verschiedenen aristotelischen Kategorien sich alle reduzieren lassen auf eine. Alles, was ist, ist ausgedehnt. Der Rest kann mathematisch berechnet werden. Das war die Idee. Das heißt, er hat ein Stück von Aristoteles beibehalten und hat es nur noch, jetzt sage ich mal, für seine Bedürfnisse und für seine Vorstellung von Wissenschaft verbessert. Und das ist eigentlich, es geht nicht um totale Ablehnung, sondern es geht immer wieder um Neuansätze, um Neuverbesserungen und Neuinterpretation von Welt. Mich würde interessieren, Sie haben ja auch dargestellt, wie aristotelische Philosophie vorstellt. Im Prinzip die Werte der griechischen Hochschule. Wie ist es dann gelungen, dass über den Umweg, über arabische Kulturen dann wieder zurückgekommen ist? Also hat es sich dort erhalten, während wir es in unserer zentralen europäischen Welt verloren haben? Ja, es hat sich insofern erhalten, als wir im arabischen Sprachraum im 9. und 10. Jahrhundert eine ungemein philosophieaffine Bewegung hatten. Diese Bewegung ist aber dann im 13., 14. Jahrhundert zu Ende gegangen, weshalb arabische Philosophie in dieser Form sich konzentriert auf das Mittelalter. Das ist das Erste, was man sagen muss. Und in diesem arabischen und die arabische in diesem arabischen Kontext wurden griechische Schriften einfach ins Arabische übersetzt. Das heißt, der Rezeptionsgang von Aristoteles ist folgendermaßen gelaufen. Es gab in der christlichen Spätantike einen berühmten Autor, der Herr hieß Boetius. Und Boetius als römischer Politiker, aber gleichzeitig Gelehrter, hatte eine schwache Vorstellung, was Platon und Aristoteles ist. Also er kannte die Werke.
Und seine Idee war, alle Werke beider Autoren ins Lateinische zu übersetzen, um sie zu erhalten. Leider ist Boethius umgekommen, weil er politisch etwas ungeschickt gewesen ist. Und infolgedessen konnte er nur wenige Texte übersetzen. Das war der Kern der Aristoteles-Rezeption im Mittelalter. So. Und dann kam im 12. Jahrhundert durch den Mittelmeerhandel kamen auf einmal Texte nach Westeuropa, also sprich in den Mittelraum. Und da fand man arabische Texte mit aristotelischen Texten. Und der Aristoteles, den man nur vom Hörensagen kannte, den hat man auf einmal arabisch gehabt zumindest. Dann hat man den arabischen Aristoteles übersetzt und ein bisschen später kam auch der griechische Aristoteles und den griechischen Aristoteles hat man auch übersetzt. Und dann auf einmal hatte man lateinische Version Aristoteles eines griechischen Textes, lateinische Version eines arabischen Textes. Und dann war es natürlich wichtig herauszukriegen, was denn der wirkliche Aristoteles. Das hat man dann auch gemacht. Und dann hatte man das gesamte Corpus Aristotelicum und man hatte eine Vorstellung davon, was denn Philosophie sein kann. Ethik, Naturphilosophie, Politik und so weiter. Was man nie hatte bis zur Renaissance ist Platon. Platon ist im Mittelalter bis zur Renaissance nur vertreten mit einem Textstück. Alle anderen aus Platon-Texte werden erst in der Renaissance entdeckt. Und deshalb haben wir in der Renaissance auch so eine Platon-Hinwende. Beantwortet das Ihre Frage? Sie hatten gesagt, dass bei Aristoteles, wenn ich es richtig verstanden habe, die besten Wissenschaftssätze solche sind, die ewig gelten. Ja. Wann beginnt denn die Vorstellung, dass es das vielleicht gar nicht gibt? Die Vorstellung, dass wissenschaftliche Sätze erstens deduziert sind, werden und zweitens dauerhafte Gültigkeit haben, diese Vorstellung hält sich bis ins 19. Jahrhundert, bis das kommt, was Herr Zepp eben gesagt hat. Bis man auf die Idee kommt, wissenschaftliche Sätze müssen auch falsifizierbar sein und so weiter. Das heißt im Grunde genommen bis zur neuzeitlichen modernen Wissenschaft. Selbst Kant hat die Vorstellung, denken Sie an den kategorischen Imperativ, dass es Sätze von zeitloser Gültigkeit gibt. So, das heißt, das Konzept der wissenschaftlichen Sätze als zeitlos geltender Sätze geht bis ins 19. Jahrhundert oder bis zu dem Zeitpunkt, als die moderne Wissenschaftstheorie auf einmal kommt. Bleibt denn nach unserem Verständnis dann überhaupt noch an Wissenschaften übrig, weil das dann die Mathematik, die uns eigentlich ist, oder die Ableitung dieser Sätze, das könnte man ja als unveränderlich sehen, oder? Also erstmal, die Ableitung ist nur gegeben im Lehrkontext, ja, nicht im Forschungskontext. Also, was stellt sich da die Antike und das Mittelalter vor? Die Antike und das Mittelalter stellt sich vor, dass der Lehrende die Grundsätze seiner Wissenschaft kann und diese Grundsätze im Unterricht vermittelt. Das sind erstmal die Sätze, die in seiner Wissenschaft immer gelten. Und dann vermittelt er die weiteren Inhalte der Wissenschaft. Das ist die Vorstellung von akademischem Unterricht. So, welche Disziplinen passen wunderbar da rein? Ja, es passen wunderbar da rein. Natürlich die Disziplinen, ach, ich bin in der falschen Richtung. Es passen wunderbar rein in Arithmetik, Geometrie, Musik und Astronomie. Ganz einfach, mathematische Disziplinen sind erstmal die ersten, die da reinpassen. Grammatik, Logik und Rhetorik passen natürlich nicht da rein. So. Was versucht wird im Mittelalter, ich nenne nochmal Albertus Magnus, ist, eine deduktive Ethik zu entwickeln. Denn Ethik, das hat schon Aristoteles gesagt, ist nur
regelorientiert, weil das Verhalten des Menschen auf Wahrscheinlichkeit beruht. Das heißt, wenn ich eine Ethik mache, die Frage nach dem sittlichen Verhalten des Menschen, dann kann ich nur angeben, ut in pluribus gilt in der Regel. Das heißt, Aristoteles hat selbst gesagt, es gibt bestimmte Bereiche der Philosophie, die sind nie, können gar keine Wissenschaften im strengen Sinne sein, sondern sind schwächere Wissenschaften. So. Aber er behauptet von der Metaphysik, der obersten aller Wissenschaften, und von den mathematischen Naturwissenschaften und auch von der Physik, der damaligen Naturphilosophie, dass sie mathematisch, also dass sie strenge Wissenschaften sein können. So. Und das Konzept, und an dem Konzept hat man immer gearbeitet. Und ich sagte ja gerade, Kant hat die Vorstellung, der kategorische Imperativ ist ein dauerhaft geltender Satz. Das heißt, selbst Kant glaubt, dass die Ethik dem Anspruch auf auf grundlegende wahre Sätze entsprechen kann mit dem kategorischen Imperativ. Also das Ideal bleibt. Wenn ich Ihnen, ich habe das aus dem Lebenslauf, Sie sind ja auch Theologin. Und Theologie mit Jurisprudenz und Medizin ist eine der Wissenschaften gewesen. Auf der anderen Seite hat ja Kirche, ich denke mal an Galileo Galilei, die Grenzen der Wissenschaft auch in der Entwicklung beschränkt oder gesteuert. Welchen Einfluss oder welche Bedeutung haben kirchliche Vorstellungen auf den Weg der Wissenschaft durch die Jahrhunderte? Ja. Ich sag's mal ganz flapsig. Heute legt jede Stadt Wert darauf, ein Fußballstadion zu haben. Früher legte jeder Bischof Wert darauf, eine Universität zu haben. Die Universitäten sind kirchliche Einrichtungen. Mit Ausnahme vielleicht von Bologna, weil da die Studierenden die Universität gegründet haben. Bologna ist ja der exzeptionelle Fall, wo Studenten eine Universität gegründet haben und ihre Professoren bezahlt haben. Der Regelfall ist, dass die Kirchen, beziehungsweise also die Bischöfe, die Bistümer, Träger der Universität waren. So, das mal das Erste. Bis dann etwa im Zuge der, als dann hier die Reformation kam, Landesfürsten Träger von Universitäten. So. Und jetzt ist ganz klar, ich erzähle es Ihnen am Beispiel von Paris, weil das das eindrücklichste Beispiel für Ihre Frage ist. Die Universität von Paris, der Zusammenschluss aller wichtigen Schulen in Paris, unter anderem der Sorbonne, deshalb meinen ja viele, die Universität heißt Sorbonne, wobei sie nicht Sorbonne ist, sie ist nur eine Schule. Der Zusammenschluss hat natürlich jetzt folgende Konsequenzen. Lass mal so. Die Artes Liberales als niedere Fakultät bieten den kompletten Aristoteles plus alle anderen arabischen und griechischen philosophischen Texte. So. Und jetzt hat Aristoteles leider gegenüber Platon einen Nachteil. Aristoteles leugnet die Ewigkeit. Die Ewigkeit der Seele. Der Mensch ist sterblich, einschließlich seiner Seele. Zweitens ist Aristoteles der Überzeugung, dass die Welt nicht geschaffen ist, sondern ewig, anders als Platon. So, das heißt, die aristotelische Philosophie als Grundlage der Medizin und aller anderen höheren Fakultäten hat zwei Grundsätze, die der Kirche natürlich nicht gefallen können. So, und jetzt passiert Folgendes. Der Bischof von Paris als Kanzellarius der Universität verbietet den kompletten Aristoteles. Aristoteles darf in Paris nicht mehr in den Artes gelesen werden. Gut, leider ist die Macht des Bischofs von Paris begrenzt und beispielsweise in Toulouse gibt es eine, jetzt sage ich es mal so, fast würde man sagen, macht Reklame dafür, bei uns darf Aristoteles gelesen werden. So, das heißt, das ist so ein Hin und Her und 1250, 55 gibt der Bischof von Paris nach,
das Studium des Aristoteles wird fest verankert, mit allem drum und dran. So, was den Bischof von Paris nicht daran hindert, ungefähr 1270 und 1277 Sätze zu verurteilen, die seine Theologen produziert haben. Da passiert noch nicht so viel, außer dass sie verurteilt werden, dann kriegen die Lehrverbot und so. Da aber alle Theologen oder alle Lehrenden an den Universitäten immer nur begrenzt, temporär, keine Beamte, immer nur begrenzt lehrend, hat das nicht so große Konsequenzen. Aber daraus entwickelt sich dann das Thema der Inquisition und so weiter. Und das zieht dann natürlich über Europa. Und Meister Eckhart 1322 ist ein Beispiel dafür, wie man verurteilt wird für seine philosophen-theologische Lehre. Und er ist ja durch Tod einer wichtigen Fälle entkommen. Ja, vielen Dank, hochinteressant. Gibt es noch weitere Fragen oder Kommentare? Ich glaube, wir haben das aber auch, Sie haben es in brillanter Weise erschöpft und vor allen Dingen in der Diskussion noch weiter gedehnt. Ich glaube, wir sind alle, sag mal, dankbar, dass Sie uns das heute so dargestellt haben, auch in der Tiefe. Und ich glaube, wie immer am Ende einer Vorstellung der Medizingesellschaft, ein tolles Schlusswort von Herrn Junge. Ja. Okay, vielen Dank, Herr Zepp. Ja. Ja, es bleibt mir eigentlich als Schlusswort nur der Dank an Sie, Frau Dreyer. Es war wieder eine Glanzleistung, ein Highlight. Man ist immer überrascht über das Weltbild, das Sie sich geschaffen haben, nicht? Dass Sie in 45 Minuten uns von der Antike bis eigentlich zur Neuzeit führen. So war's, nicht? Das habe ich erkannt, habe ich wieder gekaut, immer wieder überlegt. So war's. Und das ist schon eindrucksvoll, nicht? Dass wir einen solchen Rückblick bekommen haben. Und vielen Dank auch, dass Sie uns durch den Abend geführt haben. Wir haben in 2 Wochen die nächste Veranstaltung, die ähnlichen Zeit ist. Also die Frage ist, wie kommen die Europäer nach Europa? Oder wer kam nach Europa und wurde dann Europäer? Professor Burker ist von der hiesigen Universität, hat Preise für seine Untersuchungen gekriegt. Darum sehen Sie hier ein Labor mit einem Knochen. Also es gibt DNS-Untersuchungen und Spurensuchen, wie die Vormenschen nach Europa kamen. Da gibt es jetzt neue Wege, neue Gedanken. Und Professor Hankeln wird moderieren, sind also gerne eingeladen. Heute in 2 Wochen. Es ist dann wieder im Hörsaal Chirurgie. Die Lautsprecher sind renoviert im Hörsaal, sodass wir da wieder rein können. Das wäre die nächste Veranstaltung. Die übernächste Veranstaltung Ende des Monats findet dann im Roten Saal der Musikhochschule statt. Da geht es um Robert Schumann. Erkrankungen berühmter Persönlichkeiten. Robert Schumann steht zur Diskussion. Vielen Dank, dass Sie hier waren und kommen Sie gut nach Hause.